Du lieber Widder, ganz viel Herz, Charme und Verstand, ganz viel Freiheit, ganz viel Aufbauen, das eigene Land, kommt hier jetzt auf dich zu und es geht darum, einen alten Zyklus zu beenden, der noch mit ein bisschen Zurückhaltung, ein bisschen die Flügelchen noch nicht zu genießen, Traurigkeit im Feld ein bisschen mitschwingt. Warum? Weil hier geht es auch darum, dass du dich bei dir jetzt bedanken darfst für deine Kraft, für deine Stärke, für deinen Weg, für deine Bestimmung, für deine Berufung und die Risikobereitschaft, die du in dir trägst, genau dem Weg auch zu folgen. Auch wenn das vielleicht heißt, dass manch anderer nicht damit konform geht, dass manch anderer sich vielleicht da aus deinem Leben entfernt oder damit noch nicht umgehen kann und du da vielleicht noch ein bisschen nachtrauerst einer Geschichte, mehreren Geschichten, wo du lange auch vielleicht im Sumpf gegangen bist. Aber das Geile ist, gerade in Verbindungen, da kommt jetzt die Metamorphose hinein. Du bist im heiligen Teich, du bist hier auch nicht alleine und es kommt das Ende des Sumpfes von dieser traurigen Geschichte, weil du erstehst jetzt auf in der Selbstmeisterschaft, in der Selbstmacherei, sage ich jetzt einfach einmal, und springst hier total ins Ungewisse. Also wunderschön, was sich hier jetzt für ein Feld erstreckt und es geht um dein Seelenglück, es geht um deine Freiheit und du holst dir das jetzt auch für dich zurück, denn da öffnen sich für dich die wunderschönen großen Tore und das hat auch mit der Partnerschaft zu tun. Also hier sehen wir schon, dass du auch im Liebesglück, ja, hier manifestierst du schon und zwar Leidenschaft und Feuer und zwar in einem ruhigen Sinn, habe ich hier schon gesehen, in einem sehr ankommenden, beruhigenden, gesattelten, andächtigen Sinn. Also ja, bei dir liegt aber trotzdem so ein bisschen Fell im Feld. Ich bin ja auch ein Widder, ich kann es ja sagen, nicht wahr? Dass man dazu tendiert, und damit darf man auch Frieden schließen und Danke zu sich sagen, dass man dazu tendiert, sehr feurig voranzugehen. Und wenn du merkst, dass du unsicher feurig bist, ich greife da ein bisschen vor, weil da kommt jetzt eine Welle des Glücks auf dich zu. Du shiftest da jetzt ganz viel um, auch in Liebesangelegenheiten. Ballast geht raus. Ich werde das jetzt so bunt ein bisschen durchmachen, die obere Geschichte. Ballast geht raus. Du gehst in eine Herrscherfigur hinein für dich, nimmst dich wieder an, machst dich wieder groß, ja, hörst deiner Seele zu, was sie da jetzt sagen will, erkennst die Unruhen und bringst trotzdem eine Balance in dein Leben, jetzt in diesem Sinn, und hast aber noch eine leichte Tendenz dazu, Entschuldigung, wenn du dir Sorgen machst, dass du dann vielleicht so kurz nach vorne driftest, ja, dass du noch so einen Feuerschlag nach vorne abgibst, nicht im Kampfgeist-Sinne, was man ja wie dann auch gerne nachsagt, ja, dass wir da irgendwas hinauspitchen oder dass wir unangenehm werden oder zu direkt werden oder sonst irgendwas, ja, sondern im Sinne von mit so einer leichten Unsicherheit irgendwas vorantreiben zu wollen, nämlich auch, und da darfst du in die Balance gehen noch mehr und dich zurücklehnen und sagen, ich bin es wert, ja, und ich ziehe das jetzt her. Ich habe jetzt so viel gemacht, ich habe jetzt so viel erschaffen, ich habe jetzt schon so viel auch an andere gedacht, ich habe jetzt da so viel kreiert für mich und ich will jetzt diese Welle des Erfolges reiten, weil ich will ja hier auch, nicht ich, also du als Widderchen, ja, aber ich auch natürlich. Ich will da jetzt hier natürlich auch mit jemandem zu zweit endlich auf dieser vorbereiteten Welle reiten auch, ja, also nicht nur im Materiellen, nicht nur im Beruflichen, nicht nur im erfüllten Seelentechnischen, weil wir hatten ja auch hier das Seelenglück und im freien Sinne, wo wir uns verwirklichen, ja, sondern eben auch in der Partnerschaft, wenn das noch nicht ist, ja, und auch wenn man in einer Partnerschaft lebt, ja, dort wieder das Lebensglück auch wieder anzutreiben, wieder unternehmungslustiger zu werden, wieder in dieses, ja, Neustart hineingehen, nämlich auch, ja. Also wunderschön, weil es war hier jetzt ein bisschen trocken, ja, ein bisschen, ja, nicht leblos oder so, aber ja, die Knochenjägerin, ah, das war halt jetzt vielleicht ein bisschen ein trockener Job, sagen wir es mal so. Das war jetzt vielleicht auch ein Vielmachen, aber da kommt jetzt die Bewegung rein, da kommt jetzt die Fruchtbarkeit hinein. Du sagst Danke zu dir, du machst dir nicht mehr klein, du bist voll auf deinem Lebensweg, du springst in dieses Ungewisse hinein, vielleicht auch öfter, und erreichst jetzt deine Wünsche, ja, weil du nämlich auch schaust, ja, und weil du dich hier nämlich nicht mehr aufgibst und weil du jetzt wirklich loyal dich über dir selbst gegenüber, dich über die Blockaden hinweg, die sind schon nicht mehr da, die sind schon voll in der Heilung drinnen, deswegen machst du jetzt die Flügel auf und sagst, tara, ich bin da,
Komm herein und nimm dir, was du willst. Ja? Nein, so eben nicht. Komm herein und nimm mich, wenn du willst, so gesehen. Ja? Ich mache mich nicht mehr klein, aber ich gebe dir nämlich jetzt nicht wieder alles, vielleicht, ja, wenn sowas war, sondern ich muss auch nicht mehr so viel vorantreiben und ich muss es nicht mehr so viel in den Händen halten, wie das ist, und mich darum kümmern und, sondern da kommt eine ausgeglichene Energie auf dich zu, die dich so nimmt, wie du bist, und du kannst dich auch in dieses Thema fallen lassen. Ja, und es können auch Gleichgesinnte sein, es können auch Menschen sein, die jetzt einfach dein Feld ändern, aber auch in der Partnerschaft. Wir haben es hier auch liegen, dass hier auch eine Neuigkeit auf dich zukommt, wo du einfach einen Kummerzyklus beendest und jetzt neu aufstehst in der Liebe, nämlich auch. Ja, also wunderschön. Hier gehen wirklich viele Felder aus, weil der neue Schritt ist auch hier. Du kommst jetzt in diese Wunscherfüllung, du kommst jetzt in dieses Erwachen auch für dich, dass du ruhen darfst dazwischen, ja, dass du einfach im gesattelten Sinn jetzt fließen darfst. Ja, du gehst in diese königliche Energie hinein mit dem spirituellen Lehrer, mit dem Hirsch hier auf der Seite, der jetzt einfach hier wirklich geerdet für dich fließt, wo du sein darfst einfach für dich mit all deinem Feuer, mit all deinem Fließen, mit all deinem Genießen, mit all deiner Inspiration und allem, was du mit dir bringst, und auch mit deiner Kraft, mit deiner mentalen, aber du nimmst dich jetzt in Empfang und lässt dich hier jetzt in der inneren Zielsetzung genießen, neu entstehen, und was da jetzt alles entfacht, verbindet sich mit deinen Träumen, ja, und das erwacht, aber es ist halt noch nicht, ja, es ist die Zielsetzung, die jetzt gebären will, ja, und du folgst einfach deiner inneren Weisheit und gibst jetzt einfach auch den Ton an, den es haben will, und eben der Kummer hier mit der 4, mit der 9, wird jetzt aus deinem Feld gewirbelt, mit dem Feld der Stürmen. Also ein bisschen zittert es noch, ein bisschen nimmst du dich auch noch zurück und in Empfang und schaust wirklich, was du willst, ja, nimmst dir auch die Ruhepausen dazwischen, damit du eben diese gesattelte Energie auch einnehmen kannst, dieses Angekommen und angenommen sein hier auf der Erde, ja, und die mentalen Stricke losreißt, die dir hier noch Sorgen machen, damit du wirklich in der Mitte für dich fährst, weil hier gehen die Belastungen, wie gesagt, raus. Wunderschön. Ja, und lass das diesmal aus, dass du im Unbewussten hast du hier eben noch Ängste, ja, und hast eben Angst, dass da in einer Situation, wo es dir gut tut, wo du einen Neuanfang machen willst, dass du vielleicht irgendwas nicht siehst und übersiehst vielleicht, wo dann wieder irgendwas bricht. Ja. Schau dir das an, wo diese Angst noch ist, aus diesem alten Kummer, ja, und gib dich da diesbezüglich deinem Seelenglück jetzt frei. Und das ist eben dieser Job, das geht auch schon gerade Hand in Hand miteinander. Ja, der unbewusste Pfad mit dem bewussten Pfad, weil du beendest jetzt den Kampf, und das wird absolut erfolgreich sein, ja, absolut erfolgreich sein hier, weil du jetzt in diesen Balanceakt wandelst, um dich zu entscheiden, und du entscheidest hier und sagst, und das ist dir bewusst, nein, es gibt für mich keinen Kampf und keinen Krieg mehr, ich gehe da jetzt in die Balance, ich gehe da jetzt in die eigene Kraft, und ich mache da jetzt auf, weil ich werde jetzt diesbezüglich auch sacht und lege einfach meine Sicherheitsschranken auch weg, weil ich ja jetzt auch die Ernte einfahren will, die ich ja schon gesät habe auch. Ja. Und da sagt jetzt der Rat der Priesterin, er ermutigt dich auch, mit anderen zusammenzuarbeiten und hier wirklich diesen Kampf rauszulassen, eben durch dieses Miteinander fließen und genießen und nicht mehr im stürmischen Gegeneinander sein, und da kommst du jetzt wirklich in der Mitte an. Du verbindest deine weibliche, deine männliche, deine kindliche, verspielte Seite miteinander, gehst in deine Selbstliebe, in deine Loyalität und siehst jetzt auch, was dann vielleicht aus Freundschaft entsteht oder was dann vielleicht hier einfach wirklich im verbindlichen Sinne an Liebe geht, aber loyal dir selbst gegenüber. Also du verkaufst dich hier auch nicht mehr unterm Wert. Wunderschön. Du lieber Witter, wenn du bei diesem ganzen Prozess Unterstützung haben möchtest, vielleicht von einem anderen Witter, dann komm zu mir ins Pure Mentoring Programm, entweder in der Pure Transformation oder im Pure Business, wenn du schon beim Businessaufbau bist und oder schon hast, ja, und dort einfach weiter mehr haben willst für dich oder ja, da diesen Fluss mehr genießen willst, einfach transformieren willst, auch in diesen Bereichen, ja, bewusstseinserweiternd, absolut, ja, also unten in der Infobox hast du meine Kontaktdaten. Geh in den Genuss und hol dir einfach eine halbe Stunde Gespräch mit mir kostenfrei. Und am 28. sei dabei beim Workshop mit der Verena und mir, wo wir uns das Thema nochmal anschauen, Blockaden lösen. Wie kannst du mit dir selber umgehen? Was hält dich noch auf? Ja, wo sind vielleicht Stricke, die dich zurückhalten, wo du jetzt einfach nach vorpreschen willst?
damit eben solche Zyklen, solche Kummerzyklen für dich enden und du in dein Glück eintauchen kannst, in deine Freiheit, um dich hier zu verwirklichen, wenn darum geht's. Also lieber Witter, ganz, ganz viel Freude wünsche ich dir, ganz viel Liebesenergie und Aufmachen für die Liebe, nämlich jetzt auch, weil du bist die Magierin, der Magier, der jetzt mit seiner Leidenschaft, mit seinem Feuer spielen darf, um Gottes Willen, mach das, mach da auch auf, reite auf der Wellen des Erfolges, aber mach dir nicht zu viele Sorgen. Und wenn du dir Sorgen machst, nimm dich vorher selber an, bevor du nach außen damit gehst. Ja, also du darfst sie dann auch mitteilen, ja, Kommunikation ist auch wichtig für dich, du darfst sie auch aussprechen, du kannst sie mit dieser Partnerschaft, die hier auf dich zukommt, auch ansprechen, aber du musst keine Schnellschusshandlungen machen aus Angst, ja, damit das Ganze auch im Balance bleibt, ja, also hab keine Angst, sondern jetzt geht's volle Power voran, auch in Liebesdingen. Bis dann, Baba.